Moin YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute mit Starlet Nova. Das ist der erste Try dieses Intros und wir spielen heute Wahrheit oder Jellybean. So 50% geil schmeckt und 50% nach Kotze, Scheiße, nee, actually nach Leber und Zwiebel, faules Ei, erbrochenes, Nasenpopel, stinkende Socken, alter Verband, Stinkwanze, schmutziges Spülwasser, Zahnpasta oder toter Fisch. Es ist doch einfach so geil. Es ist ein Traum. Ich freue mich. Ey Chat, ich mag euch wirklich sau gerne. Also wirklich, ihr seid die Besten. Aber ich glaube, ich verzichte auch einfach auf Stream. Es tut mir sehr, sehr leid. Also, ich glaube, da würde jeder Streamer sagen, wir streamen. Peinlichstes, wobei ich erwischt wurde. Zwar muss ich mal beim Sex, aber ich... Er kann jetzt auch sowas sein, wie so irgendwo abgeschrieben zu haben oder sowas sau unangenehm war. Ich habe halt wirklich leider so ein richtiges Gedächtnis wie so ein Goldfisch. Ne? Also so schlimm bei mir. Ich vergesse auch so viele Sachen immer. Peinlichstes, wobei ich erwischt worden bin. Ich weiß, keine Ahnung. Mir fällt halt, es ist voll boring, aber mir fällt, glaube ich, jetzt nicht so. Ja, dann musst du ein Bienen nehmen. Du musst eh was einfallen. Oh. Das ist zu hart. Aber ich glaube, live schlachtet mich dann. Jetzt weiß man, dass es mit live ist. Also das macht es natürlich nochmal schlimmer. Zahnpasta? Das geht voll. Zahnpasta ist super, okay. Einer wird noch nicht benutzt. Die blaue ist hier am wenigsten schlimmste, actually. Geil. Wie viel hast du mit der letzten Merch-Kollektion verdient? Aktuell noch gar nichts, weil ich auch kein Geld ausgezahlt bekomme. Aber ich kann euch sagen, was der Gewinn war. Was noch abgezogen werden muss, ist zum Beispiel der Anteil von den Jungs, die daran mitgearbeitet haben. Die Designer müssen noch abgezogen werden und so weiter. Aber das weiß ich gerade einfach nicht, wie viel es ist. Die Lagerhalle muss noch abgezogen werden. Ich kann jetzt den reinen Gewinn sagen, der mir quasi in Shopify angezeigt wurde. Und das waren 60k. Was für Merch bodenlos wenig ist. Aber sehr gut. Macherin. Also ich denke, da kommen noch so 20k oder so ab, I guess. Ja, und das war auch verfickt geiler Merch, Alter. Ich hoffe, wir machen dieses Jahr deutlich mehr. Ja. Nicht, weil mehr verkauft wird, sondern weil wir einfach teilweise Kosten, ja, nicht so krank gewirtschaftet haben. Wie ist das anders? Die Sache von gerade. Nein! Wie schlimm sind die Jellybeans? Du hast gerade mit Abstand das wenig Schlimmste. Ich überlege gerade, welcher weirder ist. Boah, nein, das ist richtig räudig auch. Das ist richtig schlimm. Ja, vielleicht gab es da so eine Verwerfung sozusagen in einem Flugzeug. Vielleicht. Es ist passiert. Ich habe heute mit meinem Stream darüber geredet, dass das auch eigentlich nur in Privatjets so richtig passiert, oder nicht? Nö. Auf der Toilette? Aber es ist so auffällig, es gehen zwei Menschen rein, es kommen zwei Menschen raus. Nein, es gibt ja eine Taktik. Boah, wenn man zum Beispiel auf einem etwas längeren Nachtflug ist. Oh, okay. Nach L.A. zum Beispiel? Nee. Also ja, können wir natürlich, also das wäre ein gutes Beispiel. Ja. Also es ist halt, wenn es nachts ist, alle pennen und die vier Toiletten sind halt grün. Ja. Gehst halt in eine rein, ja, machst zu, wartest du, dann bleibst du drin, schiebst die Tür aber auf, dass von außen grünes Licht ist, wartest nochmal. Dann Leute checken ja Leute, ah, guck mal, das ist eine grüne Toilette. Und dann geht einfach die zweite Person einfach in diese grüne Toilette rein, aber da ist ja schon jemand drin. Also sehen noch, dass niemand rauskam zwischendrin, oder? Das checken die nicht. Hab ich gehört. Absolutes No-Go im Bett. Keine Ahnung, fragen, ob meine Mutter dazukommen kann. Ja, halt mich auch immer in so Käfig einsperren und mich dann nur rausholen fürs Bett. Das ist ja ein bisschen doof. Waren das genug Beispiele? Ich habe noch ein paar, also. Ja, oder halt auch immer so über die Haut so zu streicheln und halt zu sagen, dass ich total schön so mumifiziert aussehen würde. Boah. Aber allein, also das über die Haut streichen wäre bei mir schon. Das wäre schon ein Triggerpunkt bei mir. Ja? Ja, das finde ich ganz schlimm. Echt? Weil ich doch so sensorische Störungen habe. Entschuldigung. Nee, das ist okay. Nur wenn du es jetzt fünfmal gemacht hättest, wäre ganz schlimm gewesen. Nein, Entschuldigung. Ich mag so, aber ja, ich mag nicht so. Okay, baby girl. Vielleicht, wenn man ein Safe Word hat und dann sagt man das Safe und die andere Person macht trotzdem weiter. Ich glaube, das wäre auch einfach das nicht geil. Das wäre auch cool. Naja, also, Freunde, da ist es super einfach, aber wenn ihr euch in meine Situation mal zurückversetzt, also ich wäre ja die lebende Heulboje, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt so die Stimmung aufgekommen wäre, dass man sich da gesagt hat, so jetzt gehe ich mal die Rosine polieren. Also, ich sag mal, wie es ist, Freunde, eigentlich könnt ihr euch das auch schon denken, dass da jetzt nicht so viel abging in der Hinsicht. Ich glaube, bei der Frau ist es auch sehr, sehr okay, das einfach mal eine Woche nicht zu machen, ja, bei sehr viel. Ich werde nicht sterben daran. Ich glaube, wir kriegen keine... Oh, alles tut weh, ich kann nicht mehr, alles ich tut kann weh. Nicht mehr, ich kann oh nicht mehr. Gott, ja, alles, mein Fingerkopf ist Ja. Okay, welchen weiblichen und männlichen Streamer-Influencer findest du hot? Also primär gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen jemand sieht gut aus, mhm, und jemand ist attraktiv. Ja, safe, 10er. Wen siehst du als richtiges Fickferkel? Wenn ich sehe, wo ich denke, der ist ein Fickferkel, einfach. Wie, wo den du mal verfickferkeln würdest? Boah, nee. Wenn ich finde, wer ein attraktiver Typ ist, finde ich, ist Revi zum Beispiel. Ich finde, Revi sieht gut aus. Maxify sieht gut aus. Mhm. Ich finde, Nick sieht auch gut aus. Mhm. Isa sieht gut aus. Mhm. Rezo finde ich auch einen attraktiven Mann. Mhm. So, auch hübscher. Mhm. Du?
bist eine Bombe. Eine bombastische Bombe. Boah, Masa sieht auch gut aus. Ja, die ist auch very pretty. Boah, viele, Mann. Viele. Also das ist nicht, wo ich sagen würde, mit dem ich gerne ins Bett steigen. Aber das sind alles sehr attraktive Menschen. Ja. So, safe. Ja, safe. Kink oder Fettschrift? Das check ich nicht. Ah. Ja. Viel Spaß. Yippie! Das ist ein Lecky. Oh, okay. Das hätte auch schmutziges Spülwasser sein können. Das war Geburtstagskuchen. War Geburtstagskuchen. Schönes Wetter auch heute, ne? Welchen nimmst du? Warum fresse ich das eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß nicht, ich habe beantwortet. Das ist entweder Pfirsich oder Erbrochenes oder toter Fisch oder Erdbeer-Banane. Oh, du Lecky. Hast... Mann, du hast Glück. Wann und dann nochmal mit wie vielen Jahren? 2003! Den Spaß. 2016 mit 15, so rum war's. An dem Geburtstag vom Vater meiner besten Freundin. Okay! Oh. Na dann. Schauen wir mal, ob's was wird, ne? Ich hab halt jetzt langsam, mein Glück ist halt langsam aufgebraucht. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich sag jetzt einfach mal, ja klar, das ist natürlich Licht an, Missionarstellung mit zärtlichem Berühren. Nee, ach, mit der richtigen Person ist jede Stellung einfach grandios, Leute. Ist halt Real Rap so. Ist halt Real Rap so. Der Superman. Yoga Hund. Der Angry Pirate. Wann hat der 7-Tage-Stream angefangen? Nein. Ja, so eine Woche bevor der 7-Tage-Stream angefangen hat, I guess. Ja. Was? Nächste Frage. Mit wem willst du eher was haben? Revi oder Papa Latte? Also, das ist. Shoutout an die beiden Jungs, ihr seid beide ganz toll, aber es wäre beides eher ungern. Ich tue es jetzt so realistisch wie möglich gerade beantworten. Ja. Und das ist für mich dann Revi, weil as far as I know ist Revi aktuell Single. Und ich hätte gar keinen Bock auf einen Dreier mit Kevin und seiner Freundin. Lieber an die zwei, aber das fände ich ganz unangenehm. Also weiß ich jetzt, was in Revis Nachtschrank ist und ich finde es super. Das ist der Grund, ich weiß es doch. Nein, Bro. Hi! Nicht so selber, aber nicht streicheln, aber bitte. Okay. Kann ich streicheln. So? Das ist okay. Ach so. Das ist auch okay. Ja, klar. Ja, also, nee. Gottlos. Nee. Welche Kings hast du? Warum ist das so ein Sexo-Talk hier? Blaue Pille, los! Hier, komm. Ich habe jetzt entweder Leber, Zwiebeln oder Cappuccino. Geburtstagskuchen oder schmutziges Spielwasser. Das eine kann ich legit nicht identifizieren. Neurodermitis oder was auch immer. Mhm. Spülwasser. Mhm. Ja, Spülwasser. Spülwasser. Ich hab drauf gekaut, reicht. Ich schluck's runter. Ich zieh durch. Du Macher. Durchzieher, Kämpfer schon immer gewesen. Mhm. Never mind. Ob wird schwierig? Ich habe so Glück gehabt, dass ich bis jetzt immer leckere gehabt habe. Mhm. War ein Podcast. Wir müssen ehrlich Podcast machen, Bro. Wirklich. Ich hätte wirklich Bock. Ich hätte auch wirklich Bock. Nach der Gamescom labern wir. Ja, das machen. Gut. Weil ich hätte wirklich Bock. Oder in Schweden labern wir. Oder am Montag oder Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag. Whenever we want. Oder jetzt. Chat, ich würde jetzt auf. Machen wir. Ja, kriegen wir hin.